Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Landskron, der privaten Braumanufaktur. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Mittwochsausgabe des ERTV-Ticker. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In den 1990er Jahren war sie gang und gäbe, die Flucht gen Westen. Bessere Lebensbedingungen und Chancen für das berufliche Weiterkommen waren damals der Antrieb. Ist das denn heute immer noch so? Immer mehr gerade junge Leute wägen ab, ob sie den Schritt in die Ferne wagen wollen. Die Schüler des Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums in Niesky haben sich mit diesem weitläufigen Thema intensiv auseinandergesetzt. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Unter diesem Goethe-Zitat stand eine Präsentation von Schülerinnen und Schülern des Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums Niesky am Abend des 1. April. Zu den Gästen in der Aula des Gymnasiums gehörten neben Lehrern und Schülern auch Vertreter der Wirtschaftsinitiative Lausitz, des Landratsamtes und der Berufsakademie Bautzen. Sie wollten sich vom Kenntnisstand der Abiturienten im Wahlgrundkurs Schule Wirtschaft informieren. Also der Schule Wirtschaftskurs besteht aus drei Teilgebieten. Das ist BWL, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsenglisch. Ja, wir haben den jetzt seit 2 Jahren und er ist einzigartig in Sachsen, weil er mit einem realen Unternehmen zusammenarbeitet. Das Thema der Abschlusspräsentation widmete sich der Frage, ob im Westen die Chancen für Beruf und gutes Leben besser sind als in der Lausitz. Als Vergleichsregion wurde die Region Schwarzwald-Barheuberg ausgewählt. Die meisten Projektteilnehmer starteten mit der Grundeinstellung, dass der Weg gen Westen der bessere sei. Es wurden alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in den Vergleichsregionen analysiert. Von Kultur und Bildung über Infrastruktur und Lebenshaltungskosten bis hin zur Freizeitgestaltung. Es wurden mehr als 250 Meinungen von jungen Menschen aus beiden Regionen eingeholt und dadurch die Sicht der Jugend bei der Analyse berücksichtigt. Nach 3 Monaten intensiver Arbeit hatte sich die Einstiegsmeinung gedreht. Also nach der Erarbeitung unserer Präsentation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es sich schon lohnt, in der Lausitz zu bleiben und dass die Lausitz sehr lebenswert ist, weil sie wirklich mit anderen Regionen mithalten kann und auch mit dem Westen, auch wenn man immer sagt, ja, der goldene Westen. Aber in der Lausitz ist es genauso schön und es müsste vielleicht noch ein bisschen was gemacht werden, dass mehr berufliche Perspektiven da sind. Aber für uns alle ist es eigentlich eine gute Entscheidung, wenn wir hier bleiben oder auch zurückkommen. Gestern haben wir aus dem Naturschutztierpark Görlitz berichtet und wir müssen und wollen zugeben, der Himalaya-Alligator war erfunden. Wir haben uns einen kleinen April-Scherz erlaubt. Seit 1. April gibt es aber dennoch eine neue Attraktion im Tierpark. Sie wurde von Hoyerswerda bis nach Görlitz 1:1 überführt. Schauen Sie mal selber. Entdeckerscheune im Görlitzer Naturschutztierpark. Es war kein Aprilscherz, als Pressevertreter am 1. April 2014 in den Naturschutztierpark Görlitz zur ersten Besichtigung der Entdeckerscheune eingeladen waren. Tierparkdirektor Dr. Sven Hammer und Zoopädagogin Katrin Mathieu stellten der Öffentlichkeit das Erlebniskonzept in der historischen Schrotholzscheune vor. Das denkmalgeschützte Gebäude war 2011 aus Zeisig bei Hoyerswerda abgebaut und dann 1:1 im Naturschutztierpark aufgestellt worden. Nun vervollständigt es das Areal zwischen Oberlausitzer Bauernhof, Spielplatz und Tibetdorf. Mit der Entdeckerscheune möchte der Tierpark sein pädagogisches Konzept spielend lernen fortsetzen und den kleinen Besuchern auch bei schlechtem Wetter eine spannende Erlebniswelt anbieten. Außerdem erwartet die kleinen Gäste eine eigene Bauernhausbaustelle. So können die Kinder ab 3 Jahren in der Entdeckerscheune eine Rutsche, Kletterwand, Wollstube, Spielküche und Hängemattenpension sowie den Aschenputtel Taubenschlag in Augenschein nehmen. Und auch auf dem Dachboden gibt es einiges zu erleben. In der Entdeckerscheune sind Kleinnager und Tauben unter fast natürlichen Bedingungen integriert, um den Kindern zu verdeutlichen, welche tierischen Mitbewohner früher mit den Menschen den Lebensraum Bauernhaus und Scheune teilten. Insgesamt wurden 220.000 Euro in das gut 200 Jahre alte Gebäude investiert. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und der Rotary Club sowie weitere zahlreiche Sponsoren haben das Projekt maßgeblich finanziell unterstützt und betreut.
Bauingenieur Hans-Jürgen Goss führte aus, welche Anforderungen an Statik und TÜV zu beachten waren, um die historische Scheune kindersicher zu gestalten und gleichzeitig den Richtlinien des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen. Für Frank-Ernst Nitsche, Rotarier und Architekt, ist die Umsetzung der Idee, ein Gebäude mit regionalem Bezug im Tierpark aufzubauen, ein Glücksfall. Verschwinden die historischen Scheunen doch immer mehr aus dem Landschaftsbild der Lausitz. In nicht allzu ferner Zukunft soll ein traditionelles Bauernhaus in Holzmassivbauweise das Ensemble einheimischer Architektur ergänzen. Das wünschen sich jedenfalls die Chefs und Mitarbeiter des Görlitzer Naturschutztierparks. Am 13. April 2014 um 11 Uhr wird jedenfalls erst einmal die Entdeckerscheune dann offiziell mit einem bunten Programm für die kleinen Nutzer freigegeben. Und jetzt ist es wieder Zeit für die Kurznachrichten vom Tage. Görlitz. Die deutsch-polnischen Zirkusworkshops des Kulturbrücken Görlitz e.V. gehen in den Sommerferien in die nächste Runde. Vom 28. Juli bis 2. August laden sie Neulinge und Könner von Jonglage, Einrad, Tanz, Akrobatik und Co. wieder zu einem spannenden Abenteuer ein. Ab sofort können sich alle Jungen und Mädchen ab einem Alter von 9 Jahren dazu anmelden. Weitere Infos gibt es unter 03581 89 30277. Und noch einmal Görlitz. Das Klinikum gründet das Wirbelsäulenzentrum Ostsachsen. Die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen hat im Görlitzer Klinikum eine lange Tradition. Die Patienten können konservativ und operativ versorgt werden. Da Wirbelsäulenerkrankungen komplexe Krankheitsbilder sind, ist eine Behandlung entscheidend, die sowohl die verschiedenen ärztlichen Fachgebiete als auch mehrere Berufsgruppen miteinander verbindet. Das heißt, Unfall- und Neurochirurgen, Orthopäden, Physiotherapeuten, Radiologen und Schmerztherapeuten behandeln die Patienten fachübergreifend unter einem Dach. Soweit die Kurznachrichten und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Erfragt und da gibt es für diejenigen etwas ganz Spezielles, die gestern schon mal zugeschaut haben. Eine Maut im Erzgebirgskreis. Haben Sie das wirklich geglaubt? Dann sind Sie unserem April-Scherz aufgesessen. Es wird natürlich keine Mautgebühr für Kreisstraßen im Erzgebirgskreis geben. Der Landkreis wurde auch nicht als Pilotlandkreis ausgewählt. Und Sachsen spielt nach unserem Kenntnisstand auch nicht mit dem Gedanken, eine Maut für Kreisstraßen einzuführen. Aber so abwegig fanden wir die Idee gar nicht. Hoffen wir nur, dass wir die Politiker damit nicht auf dumme Gedanken gebracht haben. Übrigens, der sympathische Referatsleiter Gerhard Götz, das ist einer unserer Kundenbetreuer. Das Einzige, was an diesem Beitrag über die Maut stimmte, war sein Nachname, Götz. Und weil wir das Thema so gut fanden, haben wir am 1. April gleich noch eine kleine Umfrage unter den Erzgebirgern gestartet. Und zwar soll ja jetzt die Maut auf den Kreisstraßen eingeführt werden. Wie finden Sie denn das? Was ist die Maut? Die Maut. Ach, die Maut. Aber auf die Kreisstraßen, also wenn Sie jetzt im Erzgebirgskreis... Ja, das nicht so gut. Würde ich nicht für gut halten, sowas. Ja. Finde ich eigentlich nicht gut. Wir bezahlen doch schon noch Steuern und alles. Warum sollen wir das nochmal bezahlen? Das finde ich nicht gut. Warum? Wenn es nur für Ausländer wäre, wäre es okay. Aber wenn es für Deutsche mit sein soll, finde ich es nicht gut. Wir bezahlen ja genug Steuern. Im Erzgebirgskreis geht's los. Wie finden Sie das? Nicht in Ordnung. Warum? Ja, weil ich das nicht in Ordnung finde. Wir sollen erst mal auf die Fernverkehrsstraßen anfangen, Autobahnen. Maut auf Kreisstraßen? Ja. Habe ich noch nie gehört. 2015 ist ein Erzgebirgskreis als Pilotlandkreis. Und dann müssen wir Maut bezahlen? Ehrlich? Ich habe das wirklich noch nie gehört. Das ist ein Witz, oder? Wissen Sie eigentlich, was der aktuelle Anlass ist? Nee, das schätze ich nicht. April, April. Ja. Sense, Sense, warten wir verarscht. Regionalfernsehen Kanal 1, wir machen eine Umfrage zum aktuellen Thema. Und zwar, es soll ja jetzt die Maut schon auf die Kreisstraßen eingeführt werden. Also ja. Sprich, wenn Sie ins Erzgebirge fahren, müssen Sie zukünftig als Erzgebirge Geld dafür bezahlen. Ja. Wie finden Sie das? Ich finde das gut, aber nur zum 1. April. Okay. Ach ja, so ein 1. April ist doch eine schöne Erfindung. Wir hoffen, Sie verzeihen uns diesen kleinen Spaß und freuen uns jetzt schon auf den nächsten 1. April. Mal schauen, was uns da so einfällt.
Bis jetzt werden wir in dieser Woche ja wieder von Top-Frühlingswetter verwöhnt. Wie es denn morgen aussieht, das sehen Sie jetzt in unserem ERTV-Wetter. Ob Sonne, Sturm oder Schnee, wie das Wetter wird, erfahren Sie bei uns. Das ERTV-Wetter. Die kommende Nacht bleibt im gesamten Sendegebiet richtig freundlich und mild. Harmlose Wolken präsentieren sich neben den funkelnden Sternen am Oberlausitzer Nachthimmel. Die Temperatur sinkt kaum unter 8 Grad ab. Angst vor Nachtfrost muss momentan also niemand haben. Der Donnerstag legt temperaturtechnisch zu heute nochmal eine kleine Schippe drauf. Während es in der Region um Görlitz für 20 Grad reicht, kann man beispielsweise in Löbau, Zittau und auch Bautzen Werte von 22 Grad erwarten. Und auch die Sonne tut geduldig ihren Dienst. Im Zusammenspiel mit ein paar Wolken am Himmel kommen wir morgen auf einen Wert von 9 Sonnenstunden. Das war's auch schon mit den neuesten Nachrichten vom Tage. Ich danke fürs Zuschauen und wenn Sie morgen wieder richtig ticken wollen, dann schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie.